Du bist Schauspieler, du kommst aus München, bist oder warst ein Serienstar? Einblendung, frag mich doch. Neben Kübra sitzt ein Mann mit Glasknochenkrankheit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag mich doch. Heute zu dem Thema Menschen mit Behinderung in Filmen und Serien. Zu diesem Thema habe ich mir den Erwin eingeladen. Herzlich willkommen, Erwin. Salü, salü. Erwin, gab es schon mal eine Situation, dass du das Drehbuch ablehnen musstest, weil du es diskriminierend gegenüber Menschen mit Behinderung fandst? Also ein Drehbuch, ein ganzes Drehbuch jetzt nicht. Aber es gab im Marienhof, wo ich ja 13 Jahre war, und da gab es unter anderem eine Phase, wo immer wieder die Rolle gesagt hat, ja, sie will mich nicht, weil ich ein Krüppel bin. Also dieses Wort Krüppel wurde inflationär benutzt. Mhm. Mhm. Und darauf habe ich immer wieder hingewiesen, nein, ich möchte das nicht. Es wurde nicht angenommen, bis dann irgendwann kam es zu einem Eklat, dass ich am Set gesagt habe, ich werde das nicht mehr sagen. Ich spiele ja keine Behinderung. Ja. Ich tue ja nicht so, als ob. Ja. Also habe ich eine gewisse Verantwortung. Mhm. Und da muss man auch dafür kämpfen. Ja, was gab es da für eine Reaktion, zum Beispiel von dem Regisseur? Keine gute. Und hattest du keine Angst, gekündigt zu werden? Doch. Aber du hast es trotzdem durchgezogen. Hm? Ich bin stolz auf dich. Ich auch auf mich, ehrlich gesagt. Du lässt mich hängen, gib mir die Ghetto-Faust. Erwin drückte seine Faust an Kübras. Muss man noch was machen? Nein, nein, das war schon richtig. Das war schon richtig. Ich muss ja nur ziehen. Du arbeitest mittlerweile auch als Tänzer unter anderem? Tänzer und Schauspieler. Also und gerade Schauspieler. Ab August werde ich Ensemblemitglied sein. Aha. Fest an einem Theater. Und in deinem Leben, bevor du als Tänzer jetzt gearbeitet hast, warst du ja eigentlich Serienstar. Ja. Wie sah dein Alltag aus? Ganz unregelmäßig. Also es war je nach Geschichte. Man muss sich vorstellen, bei so einer Serie, also wir waren 30 Darsteller. Mhm. Und du kannst jetzt nicht 30 Darsteller auf einmal erzählen. Eine Geschichte wird um dich herum gebastelt. Mhm. Das heißt, 4 bis 5 Wochen lang hast du jeden Tag manchmal bis zu 12 Stunden und super viel Text. Und dann wird die Geschichte wieder abgeflaut und dann auf einmal drehst du halt gar nicht mehr. Oder manchmal bist du halt nur Ansprechpartner und bist dann mehr am Rand. Also es ist ganz, ganz unregelmäßig. Wie war das mit deinem Rollschuh, mit der Barrierefreiheit? Musste dann das komplette Set umgebaut werden aufgrund des Rollstuhls oder wie sah das aus? Ganz ehrlich, wenn man sagt, oh, ich möchte auch gern Schauspieler werden, obwohl ich im Rollstuhl bin, oder Tänzer, ich möchte gern das und das, dann kann man nicht davon ausgehen, dass alles genau so dann für dich umgebaut wird, ready ist, dass es dann eine Behindertentoilette gibt. Das kannst du nicht anfordern. Also es geht nicht. Mhm. Weil man lebt halt in der Welt, in der man lebt. Und so ist auch die Filmwelt. Die ist nicht ausgerichtet für Menschenbehinderung. Also kann ich jetzt diesen Anspruch nicht haben. Ja, wenn ich engagiert werde, muss dann alles top für mich ausgestattet sein. Mhm. Ja. Du sagst ja zum Beispiel, man kann nicht erwarten, dass es überall am Set behindertengerechte Toiletten gibt. Ja. Findest du, dass in der Film- und Serienwelt ein bestimmter Behinderungstyp öfter thematisiert wird? Nachdenklich schaut Erwin zur Decke hoch. Könnte ich jetzt gar nicht so. Wie zum Beispiel, Querschnitt zum Beispiel? Vielleicht, oder? Vielleicht. Also, aber es, also, ich kann oder? Da gerade gar nicht so drauf antworten, weil es halt so wenige Schauspieler mit Behinderung gibt. Mhm. Also da fällt mir eigentlich niemand ein. Kennst du keinen einzigen Schauspieler also nicht mit so, Behinderung? Also Theaterschauspieler, den Samuel Koch in Darmstadt. Es gibt wenige. Und was glaubst du, woran das liegt? Also an zwei Sachen. Und das ist zumal wenig Möglichkeiten gibt der Ausbildung. Wenn du jetzt sagst, ich möchte Theaterschauspieler werden, wo willst du eine Ausbildung machen? Mhm. Weil eine staatliche Schauspielschule sagt dann, nö, wir sind nicht ausgestattet, geht nicht. Mhm. Und das ist schon ein Skandal. Mhm. Und genauso beim Fernsehen.
gut, vielleicht in der Privatwirtschaft ist es okay, aber ich finde, ganz ehrlich, bei Öffentlich-Rechtlichen, die auch einen gewissen Auftrag hat, müsste man da das dann anfordern. Mhm. Ja. Also du sagst ja, es gibt wenig Schauspieler mit Behinderung, mhm, aber man kennt ja schon einige Filme, wo die Rollen eine Behinderung haben. Mhm. Findest du, dass diese Rollen nur mit Menschen mit Behinderung oder Schauspielern mit Behinderung besetzt werden sollten? Oder findest du das irrelevant? Nee, nicht nur, aber ich finde, Schauspielerei ist auch ein Handwerk, es ist ein Beruf. Und wenn jetzt aber jemand das noch nie gemacht hat und dann wird der oder sie genommen, weil er oder sie im Rollstuhl ist, spielt aber nicht gut, dann ist damit niemandem geholfen. Ich hatte das mal in Wo ist Fred? Habe ich gespielt mit Til Schweiger. Und da war in dem Film der der Türke, Fahri Yardım. Ja. Der Tator, irgendwie ist ein Tator. Genau. Ja. Und da hat der einen Spastiker gespielt. Also er hat niemanden nachgeäfft, sondern er hat sich wirklich damit beschäftigt, wie bewegt sich jemand und wie. Und der hat es so gut gemacht. Und er hat super Schauspieler. Weil wenn die jetzt jemanden besetzt hätten, der halt spastisch gelähmt ist, hat aber nie vor der Kamera gestanden, da ist er komplett überfordert, wie mache ich das jetzt? Und mit einem Profi weißt du, okay, der weiß, wie es geht. Erwin, gibt es etwas, was du dir von der Film- und Serienbranche wünschen würdest, bezogen auf Menschen mit Behinderung? Es gibt den Verband der deutschen Caster. Und der hat zum Beispiel letztes Jahr einen offenen Brief rausgebracht, dass sie sich jetzt dazu bekennen, mehr Diversität reinzubringen. Mhm. Also wirklich auch Rollen zu besetzen mit Menschen mit Behinderung, mit Farbigen. Mehr Frauen. Mehr Frauen, genau. Also all diese ganze Debatte, die es jetzt irgendwie in Hollywood gab, bei den Oscar-Verleihungen, das würde ich nicht nur auf Frauen beziehen, sondern Diversität, Inklusion generell. Und dennoch, wer weiß, ob es passiert, wäre vielleicht eben so was wie eine Forderung. Mhm. Das hat zum Beispiel die BBC in England. Da gibt es bei der BBC eine festgelegte Quote. Ah, ja. Und zu so und so viel Prozent müssen Menschen mit Behinderung sichtbar sein. Vor der Kamera. Ja, genau. Als Moderator oder Nachrichtensprecher, Seriendarsteller. Und es ist tatsächlich so. Also wenn du die BBC, wenn du da dich durchsetzt, siehst du überall Menschen mit Behinderung. Und damit wird halt Behinderung ganz normaler Bestandteil der Gesellschaft. Ganz genau. Ja. Umso sichtbarer, umso mehr in unserer Gesellschaft und mit im Mittelpunkt drin quasi. Und deshalb sage ich halt, man darf es leider nicht mehr, also wie es jetzt auch in Hollywood gefordert wird, vielleicht eine Quote einzuführen. Mhm. Also auch, dass wirklich mehr Frauen Produzentinnen sind, würde ich das begrüßen. Ja, absolut. Ja. Aber bis es zu dieser Quote kommt, muss es natürlich erstmal die Voraussetzungen geben für eine vernünftige Ausbildung. Auch das, klar. Vielen Dank für deine Zeit, Erwin. Vielen Dank für diesen interessanten Austausch. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst uns unbedingt einen Daumen oben da. Abonniert den Kanal der Aktion Mensch und schaltet zur nächsten Folge ein. Aber wenn ihr noch offene Fragen habt an Erwin, dann stellt sie gerne uns in den Kommentaren und wir verabschieden uns. Gerne, genau. Tschüss. Ciao, tschüss, ciao.